Alle befreundeten Berufsverbände und an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich ab dem 18.12., nachdem am 13. das Trio Infernale in einer Nachtsitzung beschlossen hat, Deutschland offensichtlich finanziell komplett an die Wand zu fahren, die aufgestanden sind am 18.12. als der Deutsche Bauernverband. Ich habe mich massiv dafür eingesetzt, dass wir die Reihen schließen zur LSV, zu allen anderen Bauernverbänden, dass wir dort in Berlin ein Zeichen gesetzt haben, nicht nur für die zwei Maßnahmen zu kämpfen, für die Rückerstattung des Agrardiesels weiter einzustehen und für die Steuerbefreiung unserer Fahrzeuge, sondern dass wir eine bessere Politik einfordern. Denn meine sehr geehrten Damen und Herren, in Deutschland haben wir kein Problem in der Finanzierung des deutschen Haushaltes. Wir haben nämlich Steuerrekordeinnahmen in 2023 gehabt. Wir haben in diesem Bundeshaushalt, der scheinbar nicht finanzierbar ist, kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem in diesem Bundeshaushalt. Hey! Und wenn ich einen konstruktiven Vorschlag machen darf, wenn wir schon in einer schwierigen Zeit sind, Stichwort internationale Kriege und Krisen, Stichwort Corona, Stichwort Klimawandel und die Kosten, wir müssen hier was tun. Wenn das so ist, dann müssen wir auch in einem Bundeshaushalt in der Bundesrepublik Deutschland das erarbeitete Geld und die erarbeiteten Dienstleistungen in erster Linie im Inland für die Menschen in Deutschland einsetzen. Und deswegen, Herr Bundeskanzler, bremsen Sie eine Außenministerin Baerbock, die Geld milliardenweise in der Welt verschleudert, Radwege in Peru finanziert, Projekte in Ländern finanziert, in Indien finanziert. Dieser Staat fliegt zum Mond und wir geben dort Milliarden an Entwicklungshilfe ein. Oder wenn diese Frau Milliarden investiert, um weltweit für Klimasünden zu bezahlen, Frau Baerbock, Sie investieren Geld, das haben Sie nicht verdient und das dürfen Sie auch nicht zum Fenster rauswerfen. Deswegen, Olaf Scholz und Herr Bundeskanzler, bremsen Sie diese Frau, die Milliarden von deutschen Steuergeldern in der Welt sinnlos verschleudert. Ja! Aber Stichwort Zusammenhalt. Ich möchte eines, und das soll ich nachdenklich, möchte ich euch nachdenklich allen mitgeben. Unsere Kraft ist das Zusammenhalten. Und unser Antrieb sollte nicht sein, schmutzige Wäsche aus der Vergangenheit zu waschen. Vielleicht hat mancher auch in den letzten Tagen und Wochen auch hier in Unterfranken Fehler gemacht, vielleicht auch auf beiden Seiten. Und deswegen mein Appell, vergessen wir das, die Themen sind besprochen, den Deckel jetzt drauf, schauen wir nicht mehr zurück, sondern schauen wir gemeinsam und geschlossen und fair miteinander nach vorne, denn wir werden jeden Einzelnen brauchen, um in Deutschland eine bessere Politik umzusetzen. Deswegen mein Appell, ab heute Deckel drauf auf die Vergangenheit und gemeinsam in die Zukunft. Ja! Und was ist dieses Deutschland und warum sind die Bäuerinnen und Bauern so sauer gewesen nach der Ankündigung vom 13.12.? Es ist angesprochen worden. Wir sind die Branche, die sowohl in der Corona-Pandemie dieses Land am Laufen gehalten hat, die jeden Tag aufgestanden ist, als in Bundespressekonferenzen Befürchtungen geäußert wurden, ob die Lieferketten halten, ob die Menschen ernährt werden können, ob die Energie produziert wird in Biogasanlagen, Windrädern und sonst wo. Wir sind jeden Tag aufgestanden und haben produziert bis heute. Hat diese Bundesregierung das schon vergessen und ist das der Dank dafür? Yeah! Genau. So ist es. Und wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass Deutschland rauskommt aus der fossilen Abhängigkeit und reinkommt in eine grüne Bioökonomie. Wir Bauern können das und wir sind bereit, Ernährung zu produzieren, regenerative Energien zu produzieren, Biokunststoffe zu produzieren und Biodiversität und Artenvielfalt zu produzieren. Wir können alles vier auf unserer Fläche. Aber eine klare Botschaft an die Bundesregierung, nichts davon können wir umsonst, unsere Betriebe und unsere Jugend braucht Zukunft. Genau!